3, 2, 1. Hallihallo! Konnichiwa! To imazu rupi! Nihongo o anasemasen! Dafür aber Schweutsch! Wisst ihr, was Schweutsch heißt? Schwäbisch-Deutsch. Also Schweutsch. Ist doch nicht schlecht, oder? Ja, ihr seht hier ein Paket. Und wo kommt es her, dieses Paket? Japan Post. Genau, es kommt aus Japan. Hier, Hamamatsunishi. Gesundheit. Ja, und hier hatte ich auch mal wieder Glück, weil hier von zollamtlicher Behandlung befreit Deutsche Post. Ja, habe ich wieder Glück gehabt. Dieses Paket kam heute so bei mir an. Hier steht nichts mehr drumherum. Auf der Rückseite steht auch nichts. Ja, bin ich mit diesem Paketchen hier wieder um den Zoll rumgekommen. Und wisst ihr, was da drin ist? Nee, wisst ihr nicht, oder? Doch, ihr wisst es. Ihr habt schon in der Überschrift gelesen. Hier sind wieder neue Figuren drin von Colorata. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten da wieder Dinosaurier drin sein. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob es die zweite Serie oder schon die dritte Serie von dieser Serie hier ist. Die habe ich ja schon ausgepackt. Und zwar war das dieses Discover Dinosaurs Dino Cretaceous, also sprich Dinosaurier aus der Kreidezeit. Und hier Volume 1. Ich habe noch zwei von diesen Boxen hier bestellt. Wie schon gesagt, es gibt insgesamt 3 Stück. Und hier bin ich natürlich gespannt, ob wir hier die Kiste Nummer 2 oder die Box Nummer 3 drin haben. Und das schauen wir uns doch jetzt einfach am besten mal an. Ich packe das hier aus, schneide es mal auf hier. Ist alles noch original verkorkst. Ich habe also noch nicht reingeschaut. Ihr seid hier natürlich wie immer live dabei. So, hier noch aufschneiden. Okay, na, da bin ich. Aha, was haben wir hier? Ein Brieflein. Was haben wir noch drin? Aha, ein Umschlag. Denke mal, da ist die Box drin. Ich will doch erstmal hier den Brief lesen. Und das ist auf Englisch. Ja, wunderbar. Was steht hier? Thank you for choosing me from among any sellers. Also danke, dass du mich ausgesucht hast von vielen Verkäufern. I hope that we can do business together from now on. Hohoho, also er möchte von jetzt an Geschäfte mit mir machen. If there is anything in Großbuchstaben you want or are looking for in Japan, please tell me. Also wenn ich irgendwas brauche aus Japan, dann soll ich ihm Bescheid sagen. I will be more than happy to be of service to you. Das erklärt sich von selbst. Thank you very much. Sincerely, Hironobu. Hironobu, klasse. Ja, danke schön, Hironobu. Vielleicht komme ich mal auf dich zurück. So, jetzt schauen wir aber erstmal hier in das Paketchen rein, was wir hier noch alles finden. Also das ist alles. Box ist leer und tschüss. Dann haben wir hier noch diesen Umschlag. JP Post. Hier, auch wieder japanische Schrift. Schaut es euch an. So sieht das Ganze aus. Und hier haben wir tatsächlich die Box drin. Natürlich auf die Seite. Und was haben wir hier? Ich sehe schon. Ja, klasse. Super. Wieder runter mit der Kamera. Das ist doch tatsächlich Volume Number 2, also sprich die zweite Box. Das ist doch vortrefflich, das passt doch wieder super. So, ja, was hat man hier noch reingepackt? Hier ein Sternchen. Was ist das für ein Sternchen? Ist das einfach hier so Origami oder was? Oder kommt da noch irgendwas raus, wenn man dran zieht? Ich weiß nicht. Also ich traue mich das gar nicht zu öffnen. Ich glaube, das ist echt nur Origami. Kann das sein? Womöglich ist da hier irgendwie 1000 Yen-Schein drin. Ein Gutschein oder sonst irgendwie was. Also ich kann es ein bisschen öffnen, aber das sieht wirklich nur nach Papier aus. Also ich denke mal, das ist irgendwie ein Stückchen Origami. Was auch immer das bedeuten mag, wenn das einer von euch weiß, dann schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare rein. Ist das vielleicht ein Original Ninja-Wurfstern? Oder symbolisiert es irgendwas? Heißt es, hallo Rupi, schön dich zu kennen, oder friss meinen Staub? Ich hab echt keine Ahnung. Also wenn irgendjemand weiß, was das bedeutet,
ob das tatsächlich nur Origami ist oder irgendein Symbol, dann schreibt mir es bitte gerne in die Kommentare rein. Finde ich ja witzig. Ja, okay. Ja, dann haben wir hier unsere Box noch mit dem Originalsiegel hier drauf. Das mache ich mal weg hier. Ganz grob. So, und dann schauen wir uns die Box mal an. Aber ich muss hier noch mal ganz kurz... Ja, ihr wisst ja, ich brauche es gar nicht mehr sagen. Wegstäubeln, Staub wedeln, damit die Platte hier ganz sauber ist. So, jetzt muss ich zur Abwechslung mal schneuzen. Heute fliegt irgendwas durch die Luft. Ich bin so dermaßen... Ach Gott. Am Rotzeln. Das ist echt übel. Kennt ihr das? Das ist echt schlimm. Ihr putzt euch tausendmal die Nase und es kommt dauernd wieder was nach. Wo kommt die Scheiße nur her? So viel Mist hab ich im Hirn. Boah, könnt ihr mal sehen. So, aber jetzt kommen wir mal hier zu unserer Box hier. Discover Dinosaurs Dino Cretaceous, der zweite Teil. Also Dinosaurier der Kreidezeit. Die zweite Box, so sieht sie aus mit diesem kleinen Henkelchen dran. Könnt ihr mit euch rumtragen oder ein Vesper reinpacken, wenn ihr die Figuren ausgepackt habt. Sonst ist außenrum nichts, nur dieses Aufkleberchen mit dem Spinosaurus vorne drauf. Und hier unten haben wir noch draufstehen, was wir hier alles vorfinden in unserer Box. Also die Box ist von Colorata, ganz klar. Allerdings made in China. Und hier haben wir dieses Volume 2. Also die zweite Ausgabe. Und wir werden hier finden den Spinosaurus, den Carnotaurus, den Deinonychus, den Styracosaurus, einen Mayasaurus, also Mayasaura, Futabasaurus, habe ich noch nie gehört, und den Mosasaurus. Na, da sind wir doch gespannt. Also so sieht das Ganze hier aus. Ja, und diese Box ist eine von mehreren Boxen, die ich mittlerweile schon habe. Hier stelle ich mal die anderen daneben und hier seht ihr es. Da hat jede Box eine ganz eigene Farbe. So, ne? Also ist keine Box gleich. Das finde ich witzig. So. Und ja, bin ich mal auf diese Figuren wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Also das, was ich bisher von diesem Hersteller gesehen und ausgepackt habe, das war wirklich sensationell. Das war klasse gemacht. Ganz, ganz kleine Figuren. Ich sage es in jedem Video zu Colorata. Die machen deshalb so kleine Figuren auf so engen Raum, weil da teilweise ganze Familien in nur einem Zimmer leben und die haben keinen Platz, die Figuren groß aufzustellen. Die müssen alles so klein wie möglich verstauen. Darum machen die Japaner ziemlich, ziemlich viele ganz, ganz kleine Sammelfiguren, die aber nicht minder bemalt sind. Also die Verarbeitung, die Ausführung, die Modelle sind teilweise wirklich sensationell schön gemacht. Es gibt zum Beispiel auch eine Serie mit Amphibien, die sehen aus wie echt. Das ist der Hammer. Wenn es nicht so teuer wäre, vom Versand her, hätte ich die schon längst. Aber ich habe ja jetzt hier meinen neuen japanischen Freund, Mr. Hironobu. Arigato, Hironobu. Vielen Dank, thank you very much. Wenn jetzt das hier noch alles heil ist in dieser Box, dann bin ich glücklich. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ich mach's auf, unsere Box, Trommelwirbel. Und ha, so sieht es aus. Wieder dieses wunderbare Begleitheft hier dabei. Ich liebe das über alles. Da schauen wir als erstes mal rein. Denn da sind die ganzen Figuren drin, die wir auch in dieser Box hier finden. Und das ist immer ganz, ganz großartig gemacht. Mit Beschreibung, mit allem drum und dran. Ihr werdet es gleich sehen. Also, The Practical Guide of Dinosaurs Volume 2 Cretaceous. Mit dem Spinosaurus da vorne drauf. So, schauen wir mal rein. Das Schöne ist, das ganze Heft ist in Japanisch, aber auch in Englisch. Das heißt, wenn ihr des Japanischen nicht mächtig seid, könnt ihr diesen englischen Text immer noch übersetzen. Oder ihr könnt so gut Englisch, dass ihr es einfach so lesen könnt. So, dann haben wir noch ein Beispiel für andere Boxen, die es so gibt. Dann zum Beispiel hier links Meerestiere, dann die tropischen Frösche, die ich schon ausgepackt habe. Dann haben wir hier Pinguine, wir haben Käfer, die ich auch schon ausgepackt habe. Und Dinosaurier, das erste Set, das haben wir das letzte Mal auch schon ausgepackt. Richtig tolle Boxen. Und ich glaube, die machen alle tierisch Spaß.
die auszupacken, was ganz, ganz großartige Modelle sind. So, und hier eine kurze Erklärung, wie das ganze Ding hier aufgeteilt ist. Also ihr seht hier immer die Ordnung, die Familie und die Art. Dann seht ihr hier den lateinischen Namen, die Größe von dem Dinosaurier, wo die Dinosaurier gefunden wurden, in welcher Periode sie gelebt haben, von was sie sich ernährt haben und so weiter und so fort. Also ganz großartig. Und ihr habt hier auch noch einen Größenvergleich Mensch und Dinosaurier. Also das nenne ich mal edukativ. Das ist Lernspielzeug. Wobei schon, wie gesagt, die Figuren sind also so fein gearbeitet, dass ich jetzt nicht unbedingt als Spielzeug laufen lassen würde. Für mich sind es definitiv Sammelfiguren, aber wirklich mit sehr viel Wissen vermittelt. Also ganz großartig. Dann habt ihr hier auch noch die Karten, wo ihr genau drauf sehen könnt, wo diese Dinosaurier schon gefunden worden sind. Großartig, echt. Also, uns erwartet hier der Spinosaurus, dann der Carnotaurus. Und wie ihr hier schon seht, sind immer solche kleine Stützstäbchen dabei, damit die Figuren nicht umkippen und richtig stabilen Stand haben. Und die Stäbchen stören wirklich überhaupt nicht. Ich dachte erst, oh Mann, Stäbchen, ja, Stützkrücken, aber dem ist wirklich nicht so, stört überhaupt gar nicht. Denn ihr habt so tolle Modelle, so super bemalte Modelle, da fällt es gar nicht auf. Die Stäbchen sind nicht weiß, sondern durchsichtig, so ganz nebenbei. Also, was haben wir noch? Dann haben wir den Deinonychus. Boah, sieht ja auch klasse aus, oder? Ich vergleiche dann immer die wirklichen Modelle mit diesen Bildern hier. Klasse. Deinonychus, Hammer. Dann haben wir hier den Styracosaurus. Der hat auch ein spektakuläres Schild hier. Super. Was haben wir noch drin? Den Mayasaurus. Natürlich, den Mayasaura immer gerne an seinem Gelege hier gezeigt. Denn ich glaube, so hat man auch das Skelett gefunden. Das ist so ganz typisch. Dann haben wir hier den Futabasaurus. Habe ich noch nie gehört zuvor. Also auch hier so ein Schwimmsaurier. Sowas wie ein Plesiosaurus in der Art. Da bin ich auch mal tierisch gespannt, wie der aussieht. Und dann haben wir hier noch den Mosasaurus. Boah, hier spektakulär. Das sind sogar drei Teile hier. Unser Mosasaurus, dann irgendwie so eine Schnecke oder so ein Tintenfisch. Oder was auch immer das war. Und natürlich der Untergrund. Klasse. Dann hier noch kurz eine Erklärung zu dem Skelett von den Dinosauriern. Ja. Und das war's dann auch schon. Und ist das nicht toll, sowas als Begleitheft mit reinzulegen? Finde ich ganz, ganz großartig. Ja, und jetzt schauen wir natürlich noch die ganzen Figuren kurz an, die wir hier in dieser Box haben. Und ich mache dann zu jeder Figur, zu jedem einzelnen Dinosaurier ein extra Video. Also haben wir hier wieder einige Unboxings vor uns zu dieser Box. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also als erstes, das sind diese Stützstäbchen aus Plastik. Die sind transparent. Die stören nicht weiter, die werden wir brauchen. Dann, okay, fangen wir mal an. Was haben wir hier? Ah ja, das ist unser Freund mit Namen Styracosaurus. Schaut euch das an, ist ja wieder spektakulär bemalt. Ich habe noch keinen Saurier gesehen, wo man Pink benutzt hat als Farbe. Das ist ja schon mal der absolute Knaller. Also auf die Figur bin ich echt mal gespannt. Auch hier ist eine Base dabei, ein schön bemalter Boden. Klasse, auf die Figur freue ich mich jetzt schon. Klasse. So, was haben wir hier? Das ist schon der Deinonychus. Boah, klasse Stellung, tolle Haltung. Vor allem eine super Bemalung, das sehe ich jetzt schon. Klasse, da freue ich mich ja auch mal tierisch drauf. Schaut euch die Bemalung an. Knaller. Dann auch hier ebenfalls so eine Base, so ein Untergrund. Ein Plateau dabei, wo wir die Figur dann draufstellen können. Klasse. Was kommt jetzt? Das ist dieser Futabasaurus. Futabasaurus. Boah, das sind ja... Ich sage, ich bin total baff von den Farben, von der Bemalung. Gott, ist das krass. Und auch hier ein Untergrund. Ist das irgendwie so ein Wasser, ein Meeresuntergrund? Was auch immer. Wir werden sehen, wenn ich es auspacke. Klasse. So, was kommt als nächstes? Das sieht doch schon mal aus wie der Mosasaurus. Jawohl, das ist es auch. Boah, auch nicht schlecht. Auch eine krasse Bemalung. Vor allem die Augen sind hier schön gemacht. Super. Hier mit der
Schnecke oder dem Tintenfisch oder was da noch dabei ist. Müssen wir uns mal angucken. Auch hier so einen wässrigen Untergrund. Das sieht ja auch schon mal richtig gut aus. Klasse. Ja, da freue ich mich doch drauf. Supidubi. So, und was haben wir hier? Jetzt wird's größer. Ah, der Spinosaurus. Schaut euch den an. Boah. Das scheint echt die größte Figur in dieser Box hier zu sein. Hier ebenfalls mit einem Untergrund. Schaut mal, Hälfte Wasser, Hälfte Land. Spinosaurus war ja ein Fischjäger. Zumindest ist es das Wissen bis jetzt. Deshalb wird er immer gern am Wasser hier dargestellt. Boah, also richtig schöne Figur, nett gemacht. Das erwartet man aus dieser Box hier überhaupt nicht, sowas. Vor allem richtig schön bunte Dinosaurier. Und auch hier sehe ich jetzt schon, dass kein Dinosaurier die Farbe vom anderen hat. Das finde ich großartig, sowas. Was haben wir hier noch? Ah, das ist der Mayasaurus, ne? Auch nett geworden. Hier, mit Eier auf dem Boden. Auch auf das Video freue ich mich sehr, wenn ich den auspacken kann. Klasse. So, was haben wir hier noch? Ah, jetzt, ja, schaut's euch an. Der Carnotaurus ist ja auch echt eine spektakuläre Echse gewesen. Gab's ja letztes Jahr neu von Schleich und glaub auch von Papo. Da habe ich auch einen Vergleich gemacht, oder beziehungsweise die Götterdämmerung hat die beide ebenfalls verglichen. Und es war schon spannend von euch zu hören, welche Figur euch da besser gefallen hat. Und hier kommt nochmal eine ganz andere Version von Colorata. Also klasse, auch er hat hier eine Base dabei. Ja, bin ich echt gespannt, wie die alle aussehen, wenn wir sie auspacken. Unsere Box ist leer. Wir haben insgesamt 7 neue Dinosaurier aus der Kreidezeit. Und die werde ich im nächsten Video hier alle Stück für Stück nacheinander auspacken. Also ich denke mal, da dürfen wir alle uns drauf freuen. Richtig schöne Figuren, wie es aussieht bis jetzt. Und wenn ich nur halb so viel Spaß habe beim Auspacken wie bei den letzten Boxen, die ich euch schon gezeigt habe, dann wird es wieder eine ganz großartige Geschichte. Also dürft ihr euch drauf freuen, alle Figuren hier aus dieser Colorata Box. Ist echt klasse, bin immer wieder begeistert, wie die ganzen Saurier auf diesem kleinen Raum hier Platz finden. Und die passen übrigens auch, wenn sie zusammengesteckt sind, immer noch in diese Box hier rein. Also das finde ich ganz, ganz großartig. Warum gibt sowas nicht auf dem deutschen Markt, Menschenskinder? Da warten wir doch drauf, oder? Vor allem würde ich mich wirklich auf den Tag freuen, wo wir diese Figuren hier ganz offiziell in Deutschland überall kaufen können. Und so bleiben uns natürlich auch die Zollgebühren, die Importgebühren komplett erspart. Und ich darf euch sagen, wenn diese Boxen hier genauso günstig erhältlich sind wie in Japan drüben, da dürft ihr euch wirklich drauf freuen. Klasse Boxen, klasse Figuren, freue ich mich tierisch drauf. Also Leute, das war das Unboxing zu dieser Discover Dinosaurs Dino Cretaceous Volume 2 Box, wo ich jede Figur in den kommenden Videos einzeln unboxen, auspacken und euch zeigen werde. Also, da dürfen wir uns wirklich alle drauf freuen. An dieser Stelle nochmal Domo Arigato, Hironobu, thank you very much. Viele liebe Grüße nach Japan. Dann sage ich jetzt mal ciao, tschüss, bye, bye, arigato und sayonara. Euer Ruppi.